Hallo Leute, 12. Teil GDF. Wir machen einfach gleich weiter. Ich glaube, das wird jetzt auch ein Tunnel-Level. Ja, wird's. Gut. Da sind wir eigentlich mit der Ausrüstung ganz gut bedient. Was Neues habe ich ja im letzten Part eh nicht bekommen. Legen wir halt mit den Waffen los, die wir haben. Die sind eigentlich auch ganz gut geeignet. Das passt schon. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas Bestimmtes erfüllen müssen. Hätte einfach mal in die Höhle rein, dann wäre die schon ein bisschen ausgedünnt, wie man gern sagt. Das ist eine Waffe, das ist eine Waffe, das ist eine Waffe. Abel, jawohl, das ist das. Dann ist neuer Chain. Das Spiel mein Gemecker gehört. Beim letzten Mal. Also Bound Gun ist hier wirklich Gold wert. Es gibt nachher noch wirklich wesentlich bessere Varianten, wesentlich mehr Schaden. Das ist schön. Ist aber auch ein nicht zu unterschätzender Faktor im Mehrspielermodus. Weil wenn jetzt zum Beispiel mit Partner mit vorrennt und man hält den leider in den Gang rein, dann kriegt er natürlich auch ordentlich was mit ab. Ich würde jetzt sagen, okay, die macht bis 16 Schaden, ja, aber die Feuerrate ist halt auch extrem hoch. Auf die habe ich definitiv nicht gezielt, das ist die Bound Gun. Hab ich auch auf irgendwas nicht gezielt, aber trotzdem getroffen. Ich komm an das scheiß Armorteil an der dran. Egal. Mach mal weiter. Macht nichts. Ist denn jetzt die letzte irgendwo oben? Na super. Kann mir einen Wolf suchen. Das ist so ein bisschen auch ein Manko. Die Wegfindung von den Gegnern ist manchmal ein bisschen dürftig. Könnte die sein. Da ist er. Wegen der hätte ich jetzt nämlich wieder zurückrennen dürfen, weil ich die vorne alle fertig gemacht hätte. Und da sucht man sich dann tatsächlich in den Höhlensystemen echt einen Wolf. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, so ist die schnellste Fortbewegungsart in dem Spiel. Abgesehen vielleicht von Fahrzeugen mancher Art, aber ich habe allerdings so viel Panzerung, das ist auch richtig. Ich glaube, der Panzer hat auch 500 oder sowas. Die sind so schnell zerschossen, das ist also das. Das Moped hat, glaube ich, 100, also es kann gar nichts ab. Jetzt will ich verstecken. So, jetzt muss ich zugeben. Ah, okay. Oh, das sieht mir nach Nestern aus. Das sieht mir vor allen Dingen nach Spinnen aus. Ah, es sieht ganz ordentlich aus, es läuft.
Ne, die sind bloß einfach gespawnt, da scheint kein Nest zu sein oder sowas. Das Asche so ein bisschen so aus, wie die auf der Karte alle aufgeploppt sind. Wo ich hergekommen bin, glaube ich. Hey, die sucht mich jetzt und findet nichts. Da ist er. Gut. Scheint mir aber noch eine Welle zu geben. Ja, bekommt. Sehr schön. Irgendwie eher oben, okay. Ah, ich kann mich sogar selber treffen, okay. Ist die Bounty nicht so wach. Wenn ich nicht treffe, dann prallt sie irgendwo ab und dann trifft sie. Das war ein bisschen nah. Drüber. Mensch, warum stoppt denn das jetzt hier gerade so? Ich komme hier nicht weiter. Jetzt. Jetzt geht's. Bitte lass mich die Waffe kriegen. Ja. Er läuft trotzdem ganz gut. Kann mich echt nicht dran erinnern, was hier so passiert ist, ob denn noch was kommt oder ob es jetzt denn die letzte Welle ist. Ich konnte mich nicht mal dran erinnern, dass das hier Wellen gab. Ah, das ist die Baum wieder super. Das ist klasse. Das ist natürlich weniger klasse, dass der Scheiß da in der Wand hängen bleibt. Ah. Aber es läuft, es läuft. Hier sind sie ja nicht mehr. Die war schon tot, die hat das noch nachgezuckt. Das eine noch. Lass mal rumgucken, nicht, dass wir hier irgendwas noch verpassen. Da will ich nicht rankommen. Ich könnte mich von oben runterfallen lassen, aber naja. Nehmen wir uns genau noch die Ammo mit. Ammo sage ich immer. Ammo ist Munition. Armor. Da fehlt immer das R hinten. So Leute, wir haben 9 Minuten auf der Uhr. Wisst ihr was? Eins mache ich noch. Repair Spray. Hm, ja, hm, toll. Flame Cannon könnte interessant werden. Flame Shaw 2, ja, da ist was zum Ausprobieren, das ist super. Bei dem M-Load weiß ich nicht, ob ich den schon hab. Mal gucken. Repair Spray, ja, kann man sich gegenseitig heilen. Das ist super. C2
10 Sekunden Nachladezeit mehr. Toll. Das Ding ist ja schon lustig, also muss ich echt sagen. Den könnte ich vielleicht ausprobieren. Ach, das ist der NRL. Okay, das ist der mit diesen kleinen Raketen, der so viele auf einmal in kurzer Zeit raushaut. Das ist von der Dings ein bisschen verbessert. Von der Homing-Rate. Aber der Rest scheint gleich geblieben zu sein. Na gut. Da irgendwas Neues? Nein. Da auch nicht. Auch immer noch derselbe Schwanz. Und hier auch. Also, ja. Da behalte ich doch mal die Bounce Gun. Die hat echt gut funktioniert. Und nehme noch mal die Flame Cannon mit. Bisschen Reichweite. Weniger. Ja. Naja, probieren wir es halt einfach mal aus. Okay. Ich glaube, ist nochmal. Jupp. Ist noch einmal ein Tunnel-Level. Das machen wir jetzt noch mit. Ist egal. Ist der Part halt mal ein bisschen länger. Geht an die 20 Minuten. Könnt ihr, glaube ich, mitleben. Sonst immer so 10 Minuten, Viertelstunde Parts. Je nachdem, wie die Missionen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die dauert. Wir werden sehen. Danach muss ich erstmal einen Schluck trinken. Na komm schon. Das hat jetzt echt gedauert. Oh, das ist arschig. Das ist richtig arschig, das Level. Aber die Waffe ist klasse dafür. Die ist wirklich super. Wie schön die in die Höhe mit reingeht. Das ist erste Sahne, muss ich sagen. Das klappt richtig, richtig super. Ja gut, die Nachladezeit ist jetzt aus der Hölle von dem Ding. 10 Sekunden, das ist übel. Aber ich glaube, die Hälfte habe ich locker dann mit der ersten Ladung schon platt gemacht. Das ist echt nicht verkehrt, das Ding. Das ist jetzt böse. Voll drin in den Spinnennetzen, das ist nicht gut. Aber, okay. Läuft. Bin ich vorsichtshalber mal mit. Ja, die Spinnen sind echt, das ist... Die sind übel. Ich habe den letzten Gegner ausgenatzt mit dem Ding machen, auch wenn es lange mit dem Nachladen dauert. Klack, 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 klack. Das ist geil, wie das schön in die Höhle mit reingeht. Das ist super. Das hat was. Das ist da auch schön. Es geht da so herrlich hinterher. Das ist klasse. Das hat sich da oben irgendwo versteckt, das Viech. Aber wo? Sucht man sich denn manchmal echt dumm und dusselig einfach nach dem letzten Gegner. Aber der Effekt von der Waffe ist schon, das hat was. Gehen wir mal in den da rein. Was soll irgendwo sein hier, das Ding? Das ist nicht allzu groß, das ist der Komplex hier. Das wirkt schon fast, als ob das so eine Homing-Variante vom Flammenwerfer ist. Was ich einerseits cool und andererseits total bescheuert finde. Das ist geil. Es sieht zumindest edel aus. Ich würde trotzdem gerne das letzte Viech jetzt einfach kalt machen. Gibt's ja nicht. Na komm schon. Wo ist das denn? Da. Okay, das lief jetzt wirklich schnell und es ist kein 20-Minuten-Part geworden. Nein, ist es nicht. Die Bound haben wir schon, Volcano haben wir schon, BNG-Launcher haben wir neu beim letzten Mal bekommen. Den werde ich dann beim nächsten Mal, wenn es passt, ausprobieren. Ich bin euer L. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Macht's gut.